Guten Tag, meine Schönen. Das Seminar ist vorbei. Nach dem Seminar kehren wir nach Hause zurück. Und es gibt Situationen, in denen Sie aus irgendeinem Grund feststellen, dass einige Techniken, die Ihnen im Seminar vermittelt wurden, nicht funktionieren oder die Wirkung viel geringer ist als im Seminar. Lassen Sie uns das aufklären, weil wir verstehen müssen, was wirklich passiert. Die übliche Reaktion der Menschen ist natürlich, alle zu beschuldigen. Das Seminar war also schlecht. Also haben mich einige schlechte Leute beeinflusst. Aber die Quelle von allem, was mir passiert, bin ich selbst. Also lassen Sie uns versuchen, nach innen zu schauen. Oder ist vielleicht etwas im Inneren von mir? Was mache ich nicht ganz richtig? Also, wenn es ein Seminar gibt und wenn das Seminar von einem Schamanen geleitet wird, dann ist das natürlich ein ganzes Mysterium. Wenn wir über mein Seminar sprechen, über schamanische Mysterien, dann ist das ganze Seminar Energie, Emotionen und Kraft. Und tausend Geister helfen mir dabei. Und dann wird das Ritual natürlich von großer Kraft und großer Macht sein. Natürlich, wenn wir nach Hause zurückkehren, vergessen wir manchmal die Geister unserer Amulette, um Hilfe zu bitten. Manchmal vergessen wir sogar, dass es Geister gibt, weil wir eine solche Gewohnheit nicht haben und wir ohne ihre Unterstützung zurückgelassen werden. Daher, wenn Sie eine Übung zu Hause durchführen, kann sie vielleicht nicht so emotional vergehen wie in einem Seminar. Aber es kann auch sein, dass uns jemand beeinflusst hat. Wir von einer Person mit irgendeiner Art von negativer Emotion, negativer Erfahrung oder, was auch oft vorkommt, Verurteilung angesteckt hat. Und wenn uns der Geist der Verurteilung anhaftet, dann ist das das Schrecklichste. Der Geist der Verurteilung verschlingt einfach alle positive Energie und wendet eine Person buchstäblich auf die linke Seite. Und es gab eine gute, freundliche, aufrichtige Person, eine spirituelle Person, die sich in eine wütende, dämonische Person verwandeln kann, für die alles schlecht ist. Wenn wir mit der Verurteilung aufhören, wenn wir mit anderen negativen Emotionen aufhören, wenn wir mit dem Unglauben an uns selbst aufhören, werden wir uns daran erinnern, was die Schamanen beim Seminar gesagt haben. Wir werden uns an die Augen des Schamanen erinnern, die vor Energie leuchteten, als sie sagt, du kannst, du wirst es schaffen. Und wir werden auf diese Worte hören. Nicht auf die Worte einiger schwacher Geister oder Menschen, die uns das sagen können, sondern auf die Worte der Kraft. Auf die Worte eines starken Lehrers, eines Schamanen, der höchstwahrscheinlich aus vielen Kilometern Entfernung kam. Und wenn wir emotional wieder in jenen emotionalen Zustand von Energie, Kraft und Macht eintreten, der beim Seminar war, dann wird die Übung, die Sie zu Hause wiederholen, das Ritual, das Sie wiederholen, die gleiche Stärke wiedererlangen. Wenn Sie das Seminar mit einem neuen Amulett verlassen haben, haben Sie in diesem Seminar einen Helfergeist gefunden. Bitte ziehen Sie gerade diese Amulette an. Streicheln Sie. Loben. Bitten Sie sie um Hilfe. Erinnern Sie sich gedanklich an den Zustand des Seminars. Wie alle getanzt haben, wie alle gelächelt haben, wie viel Energie und Lebensfreude da war. Und in diesem Zustand führen Sie das Ritual, die Praktik und die Empfehlung durch, die Ihnen die Schamanen empfohlen haben. Und ein Wunder, die Emotionen sind zurück. Die Energie ist angekommen und das Ergebnis ist sogar noch besser, als wir erwartet haben. Bitte führen Sie die Rituale in einem so lebendigen, emotionalen und dankbaren Zustand durch. Und das Ergebnis wird das gleiche sein wie beim Seminar.